Herzlich willkommen, meine Freunde, heute wieder zur neunten Folge Minecraft vom Adventskalender. Es wird immer ein bisschen später, weil ich ja auch die Videos schön schneiden mag, einen schönen Background in diesem Fall haben möchte. Also damit meine ich einfach bloß ein Gameplay. Und dementsprechend spielen wir heute auf timolia.de ein Turnier, das mit meinem Kit ist. Ich habe einfach bloß ein Eisenschwert, einen Bogen mit 4 Pfeilen, eine Angel, Wasser sowie Lava, 8 Holzblöcke und eine Eisenaxt, um diese Holzblöcke wieder abzubauen. Ansonsten, ja, 8,5 Rüstungspunkte, das seht ihr ja auch. Es gibt 3 Qualifikationsphasen, die Best of 5 sind. Danach gibt es K.O.-Phasen, wo Best of 9 ist. Insgesamt sind 8 Spieler mit dabei und das erstmal vorab. Ich tue das Ganze nachkommentieren, weil es nicht so ein geiles Commentary war, weil ich sehr viel aufs Gameplay geachtet habe. Das Finale werde ich aber ganz fast ungeschnitten für euch da lassen, dass ihr da wenigstens beim Finale ein bisschen noch Spannung habt. Da müsst ihr auf jeden Fall reinschauen, denn da sind auch ein paar kuriose Sachen passiert. Genauso kurios wie diese Sachen, die ich erlebt habe. Und zwar, viele wissen es ja auch, ich bin ein recht großer Eishockey-Fan. Ich tue auch sehr viele Spiele anschauen von meiner Heimmannschaft. Und viele haben dann auch mal gefragt, woher kommt das? Das kommt natürlich nicht von irgendwoher, sondern weil ich es selber gespielt habe. Es gibt verschiedene Einstufungen, wie beispielsweise beim Fußball. Ich habe mit den Kleinstschülern angefangen. Das war so 7, 8 Jahre, was relativ spät ist. Viele fangen zwischen 2 bis 5 an und sind dann natürlich dann auch, wenn sie es durchziehen, richtige Profispieler, in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich auch ein bisschen sehr, sehr nachgehinkt. In den Kleinstschülern war das damals noch. Ich kann euch mal ganz kurz so ein bisschen das Spielfeld einblenden. Da gibt es halt 3 Drittel, so nennt man das Ganze. Einmal das Heimdrittel, einmal das gegnerische Drittel, einmal das Mitteldrittel. In den Kleinstschülern und generell in den Kleinschülern, das ist auch noch ein Unterschied, ist es so gewesen, dass man nur im beispielsweise Heimdrittel gespielt hat und da dann halt einfach Banden waren und man sozusagen nur von der einen Seite vom Heimdrittel zur anderen Seite im Heimdrittel gespielt hat, gegen halt andere Mannschaften und das Ganze natürlich 5 gegen 5 plus jeweils ein Torwart pro Seite. Ich habe mich schnell integriert in die Mannschaft, dementsprechend war ich dann auch ein fester Bestandteil, aufgrund auch, weil ich gar nicht mal so schlecht war. Ich bin nämlich recht gut gewesen im Schlittschuhlaufen. Dann ging es weiter in die Kleinschüler, welche von 11 bis 12 Jahren waren, wo halt immer noch das Gleiche war. Und danach ging es in die Knaben, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, weil man den Knaben auf das ganze Spielfeld dann gespielt hat, wie man es halt kennt, einfach im Eishockey. Und ich dann auf einen Trainer gestoßen bin, welcher mir persönlich nicht so zugesagt hat, da ich mit seinen Jungen vom Trainer halt einfach in der Reihe gespielt habe. Und ich sozusagen, oder es war einfach so, dass ich besser als der war und sozusagen seine Position hätte einnehmen sollen. Da der Trainer aber so unterschwellig so ein bisschen immer die Leute auf mich aufgehetzt hat und ich das Ganze halt damals noch als Spaß gesehen habe, habe ich mir einfach so gesagt, yo, ich mache das nicht mehr und bin dann halt einfach gewechselt, den Verein gewechselt, hatte dort eine extrem gute Zeit, auch mega viele Erfolge, ich war nämlich linker Stürmer, mega viele Tore geschossen, war auch in der ersten Reihe und dann gab es für die besseren Leute, weil es dann halt nach den Knaben, die im Übrigen zwischen 13 bis 14 Jahren waren, ging es dann halt in die Schüler rein. Die Schüler, da gab es 2 Abstufungen, Schüler 1, Schüler 2. In der Mannschaft, wo ich halt war, gab es nur Schüler 2, da ich aber das Potenzial hatte, den Schüler 1 zu gehen, habe ich mich entschlossen, wieder in meinen alten Verein zurückzugehen, wo ich mich aber nicht so wohl gefühlt habe, da es zwar nicht mehr der gleiche Trainer war, aber es einfach ein bisschen zu viel Training für mich war. Ja, ich habe beispielsweise 3-mal in der Woche, war es halt normal, dass man trainiert, Montag, Mittwoch, Freitag meistenteils, plus dann Samstag oder Sonntag noch ein Spiel. Dazu gab es noch optional 1 bis 2-mal Trockentraining, einfach bloß in der Halle und wenn man halt in der Schule 1 ist und dann noch sehr gute Leistungen erbracht hat, was halt mein Fall so war, gab es noch Stützpunkttraining, die halt so 2 bis 3, teilweise 4 Stunden weg waren, wo einfach nochmal die Besten tatsächlich von Bayern und dann noch deutschlandweit ausgewertet wurden. Dafür gibt es dann auch extra so Sportlerklassen, wo man dann halt reingehen kann. Beispielsweise war ich dann halt wirklich in der Sportklasse, wo ich mir immer frei nehmen konnte, wenn ich gesagt habe, yo, ich muss da und da hinfahren, yo, da ist ein
wichtiges Spiel gewesen. Ich kann jetzt da nicht hin. Dennoch habe ich mir, wie soll ich sagen, so ein bisschen immer schwer getan, so trotzdem noch die Schule und diesen Sport dann auszuüben. Da es halt auch teilweise Turniere gab, die im Ausland waren, zum Beispiel in Tschechien, Tachow oder halt auch noch in Prag und so weiter. Und deswegen habe ich dann für mich irgendwann entschlossen, dass ich das halt nicht mehr so machen will. Und im Endeffekt habe ich dann aufgehört, habe dann meine Schule gemacht und habe tatsächlich das Abitur bestanden, wo ich halt momentan jetzt noch bin. Zurückblicken muss ich sagen, finde ich es schade, weil in den Jahrgang, wo ich halt einfach war, also ich bin 95er Jahrgang und halt den Jahrgängen davor noch ein bisschen, den Jahrgängen darüber, sozusagen die Goldjahrgänge waren in meinem Ort. Viele der Leute spielen sogar in der DL, also in der höchsten deutschen Eishockeyliga oder in der DL2 oder DL3. Da kribbelt es mir auch so ein bisschen so von wegen, yo, hätte ich gerne gespielt. Ja. Ich kann ja euch mal ein paar Namen nennen, mit denen ich beispielsweise gespielt habe. Da gibt es den Maxi Kammerer, der bei Düsseldorf jetzt, glaube ich, spielt. Den Leo Föderl, den Elis, den Abelshauser, den Eder, der bei Garmisch in der DL2 spielt, Kiefersauer, der bei Kaufbeuren in der DL2 spielt. Deswegen ist es vielleicht auch so der Grund, warum ich so fanatisch, was Eishockey angeht, bin. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall auch mal schreiben, was ihr denn früher für Sportarten gemacht habt, ob ihr auch da das Ganze so ein bisschen leistungsmäßiger gemacht habt und wie weit ihr da gekommen seid. Ich könnt ihr auch mal beim nächsten Video, insofern ihr das wollt, könnt ihr mal gerne mit einem Daumen nach oben oder unten in den Kommentaren die lustigsten Momente in der ganzen Zeit, wo ich gespielt habe oder halt die lustigsten Auswärtsfahrten etc. mal so zusammenfassen. Ein Video, da gibt es definitiv ein mega, mega lustige Sachen. Beispielsweise ein betrunkener Eisfahrer, der ein Loch ins Eis gemacht hat, wodurch das Spiel abgebrochen wurde. Oder Massenschlägereien. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch den finalen Kampf. Live kommentiert. Ich wünsche euch noch viel Spaß und schaut gerne beim Stream heute vorbei. Ich hoffe einfach mal, dass er ein bisschen leichter wird als der vorherige Gegner. Dass es nicht so knapp wird. Auch jemand, der sofort mit dem Bogen schießt. Okay, bei so einer freien Fläche, wo man gut escapen kann. Kann ich persönlich halt nicht nachvollziehen, aber naja. Das ist ja jedem das Seine. Übrigens hat man 4 Pfeile, ich habe es ein bisschen vercheckt. Hier, Tikima. Los, Bruder. Er tut Block-Hitten, bringt ihn aber nichts, weil ich ihn einfach besser erwischt habe. Und dementsprechend steht es 1-0. Wie auch vorher geht es bis zu 5 Siegen und danach hat man den ganzen Sieg. Einmal erwischt, perfekt. Er will auch mit dem Bogen. Ja, sollten wir eigentlich auch, obwohl, ja, haben wir bekommen. Das war sogar noch recht knapp, weil er hat mich dann noch ganz gut in die Combo reinbekommen. Da kann man schon mal so ein bisschen strugglen, meine lieben Freunde. Das Finale, das ist natürlich auch so die Krönung, ja, wo man das Prestige auf jeden Fall mitnehmen kann. Er tut seine Blöcke verbauen. Interessant. Ich renne mal ein bisschen näher, dass er mit dem Bogen schießt. Hat er nicht gemacht. Okay, jetzt hat er es gemacht. Ein halbes Herz verloren, das ist nicht weiter schlimm. Und, mich jetzt nicht weiter belasten. Ah, hat er mich gut erwischt. Oh shit, da hat er gut Low Ground gehabt. Ah, heilige Scheiße. Ich habe ihn zweimal erwischt, er mich nur einmal. Ja, und jetzt sollten wir eigentlich einen Lebensvorteil haben. Ja, einen ganz klaren Lebensvorteil sogar. 3-0 für mich im Finale. RIP schreibt da. Ich meine, es ist noch alles machbar. 400er Ping. Er hat doch kein 400er Ping. Das ist doch jetzt bloß eine schlechte Ausrede, oder? Sieht mal so aus, als könnte er nicht gut verlieren. Haben wir ihn gut erwischt? Ich glaube nicht, dass er einen 400 Ping hat, weil da würde er ein bisschen mehr laggen. Also 400 ist schon ganz schön hart. Es waren ein paar gute Angelhits noch hinterher. Und ich hoffe einfach mal, dass wir da auf jeden Fall noch einmal anknüpfen könnten. Ja, er spielt halt jetzt mittlerweile nicht mehr gut. Von ihm haben wir den 5. Kampf auch noch gewonnen. Erster Platz, zweiter Tikima, dritter Platz ist schon ausgelockt. GG hier an dieser Stelle. Checkt heute auch gerne den Stream ab. Erster Link unten in der Videobeschreibung für dich dazu. Ich werde Mädchen spielen, genauso wie The Legend of Zelda. Also bis dahin und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah. Yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.